Meine Kinder, es nähert sich die Zeit der großen Abscheulichkeit, wo meine Häuser verschlossen und mein täglicher Gottesdienst suspendiert sein wird. 24. Mai 2017, 17.25 Uhr, Aufruf des sakramentalen Jesus an die Menschheit, Pfarrheiligtum der wunderbaren Medaille, Sincelejo, Kolumbien. Meine Kinder, mein Friede sei mit euch. Bleibt in meiner Liebe. Ich bin der einsame Gefangene, der in der Stille eure Gesellschaft erwartet. Es hat sich die Stunde meiner Abreise genähert. Für einige Zeit werde ich nicht mit euch sein, aber fürchtet euch nicht. Ich werde euch nicht fallen lassen. Sucht meine Mutter und sie wird euch zu mir bringen. Meine Kinder, es nähert sich die Zeit der großen Abscheulichkeit, wo meine Häuser verschlossen und mein täglicher Gottesdienst suspendiert sein wird. Die Stunde der Finsternis ist gekommen. Bleibt wach und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt, denn die Bosheit und die Sünde werden zunehmen. Der Glaube und die Wohltätigkeit werden sich maximal abkühlen und es wird der Moment kommen, wo viele nichts mehr von mir wissen wollen. Ich fühle große Traurigkeit zu sehen, wie viele meiner Bevorzugten mich verlassen werden, verführt durch die Welt und ihre Vergnügungen. Andere aus Angst ihr Leben zu verlieren, sie werden falsche Götter anbeten und anderen Kirchen dienen, die nicht meine sind, und wieder andere liefern mich aus für Geld, verlassen meine Herde. Der Abfall wird die Höchstgrenze erreichen und die immense Mehrheit der Menschheit wird in einen Zustand der Erschlaffung eintreten, entfernt von allem, was von mir kommt. Wenn mein Heiliger Geist sich wegen der großen Abscheulichkeit entfernt, wird die immense Mehrheit der Menschheit den Verstand verlieren, die niedrigsten Instinkte und die Sünde wird mit vielen gehen, sündigen und meine Gebote brechen wird eine Gewohnheit werden. In jenen Tagen wird die Welt von Dämonen bewohnt sein und es ist die undankbare und sündhafte Menschheit, die sich daran gewöhnen wird, mit ihnen zu leben. Viele Männer und Frauen werden die Ehrbarkeit und die Scham verlieren, die Dämonen der sexuellen Unreinheit, die in ihnen wohnen, werden viele mit in die Hölle schleppen. Meine Kinder, der Lot und seine Familie, müsst ihr in jenen Tagen eingeschlossen leben, den Himmel bittend, dass er euch beschützt, denn die immense Mehrheit der Männer und Frauen dieser Zeit wird durch die Sünde verloren gehen. Freut euch, Kinder des Verderbens, nutzt eure Zeit, denn an euch wird sich keiner erinnern. Ich werde euch mit Feuer vom Himmel vom Angesicht der Erde löschen und all euer Hab und Reichtum wird an mein Volk übergehen. Es werden meine Kinder sein, welche die Erde erben werden. Ihr, Gezücht von Vipern, werdet ewig sterben. Meine Kinder, von neuem sage ich euch, seid vorbereitet, denn all das ist dabei, sich zu entfesseln. Viele sagen: Herr, wann wird das sein? Die Tage vergehen und nichts geschieht und die Welt wird jedes Mal schlechter. Ich antworte ihnen: Ich werde warten, bis das letzte Tausendstel meiner Barmherzigkeit abgelaufen ist, denn ich bin meinem Wort treu, das fürchte ich. Ich warte, bis alles aufgebraucht ist und das ist bereits kurz vor dem Erfüllen. Nur wenn die letzte Sekunde meiner Barmherzigkeit verbraucht ist, macht sie meiner Gerechtigkeit Platz, vorher nicht. Ihr denkt wie Menschen und sucht immer die Strafe und die Rache, aber für Gott ist die Rettung der Menschheit das Wichtigste. Meine Kinder, drei Tage der Dunkelheit kommen für die Menschheit, aber diese sind während der Schlussphase der Züchtigung, wenn das Angesicht der Erde die Sünder und die Dämonen hinauswirft. Ich werde euch durch meine Botschafter auf dem Laufenden halten, wenn jene Tage gekommen sind. Fürchtet euch nicht, geht und bereitet euch vor mit Vorhängen, welche das Licht nicht durchlassen, denn in jenen Tagen der Gerechtigkeit darf niemand die Türe oder Fenster seines Hauses öffnen und noch weniger auf die Straße gehen. Die fleischgewordenen Dämonen imitieren die Stimmen eurer Familienmitglieder, sie versuchen dadurch, dass ihr die Türen öffnet und so verloren geht. Noch später rede ich zu euch davon. Für den Moment seid wachsam und aufmerksam und unterlasst nicht den Schutz durch das Gebet, denn die Tage eurer Reinigung sind gekommen. Meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Bereut und bekehrt euch, denn das Reich Gottes ist nahe. Euer Meister, der sakramentale Jesus. Macht meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, meine Kinder.